Kreis, Kreis, ganz ruhig, ganz vorsichtig. Er wird kommen, er ist in der Nähe, ich weiß es. Hörst du das? Hörst du das? Riechst du's? Riecht nach Gemüsebrühe, richtig? Er hat den Schakal gegessen. Wir sind sowas von verloren, Alter. Wir sind sowas von verloren. Ich werde jetzt versuchen, mit einem Bigfoot-Besänftigungslied in Milde zu stimmen. Lausche der Melodie. Oh Gott. Wir naschen deinen Kot. Bigfoot, töte mich bitte. Lauf uns nicht ans Ei. Hat funktioniert. Mit meinen lieblichen Klängen habe ich die Kreatur verjagt. Ich weiß es nicht. Sollen wir lieber die Lichter ausmachen? Weiß nicht. Bigfoot? Oh, guck mal, da oben ist so ein Bären. Oh oh! Wow, 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 wow. Oh oh! Das mag er gar nicht. Mr. Radio Man. Er ist in eine Falle getreten. Oh, da ist ja. er! Ben! Geh weg! Wo ist er? Da hinten rennt er weg. Schieß ihm. Hast du ihn auch getroffen? Ich weiß es nicht. Radio hat ihn sehr wütend gemacht. Ich glaube, er ist in beide Fallen getreten. Sind die weg, die Fallen? Sie liegen hier noch, aber sie sind kaputt. Der hat die kaputt gemacht. Beide ist noch in Ordnung. Okay. Er ging noch. Er kommt, er kommt. Geh rein, schieß doch noch auf ihn. Genau, schieß auf ihn. Oh, oh. Alter, er hat sich nur ein Straßenschild geholt. Ey, der hat sich ein Straßenschild geholt. Was ist der für ein Penner? Oh Gott. Ai, 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 ai. Ah, ah, er macht irgendwas mit meinem Gesicht. Was macht er mit dir? Er macht was mit meinem Gesicht. Er prügelt auf mich ein. Bist du noch am Leben? Ich lad nach. Ja. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Nein, aua. Aua. Oh mein Gott. Er muss loslassen. Oh mein Gott. Ich hab mich geheilt. Wo ist er? Wo mach ist zu, er denn? Mach zu, mach zu, mach zu. Oh. Oh. Wow. 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 Ich platziere noch eine Falle. Ich mach hier noch eine Falle hin. Bleiben wir hier? Ich hab keine Heilung. Hast du Heilung noch? Nein. Ich brauch nichts mehr. Wir müssen Heilung finden. Aber ich könnte ihn verwirren. Mit dem hier, warte. Was ist das? 4. Juli. Das Alter! Das wird er gar nicht mögen. Er kommt! Geh rein in die Hütte! Ich kann nicht, die Tür! Oh. Was mit der Falle? Die ist scharf, oder? Ich weiß nicht, ob die scharf ist. Oh mein Gott! Ich gehe wieder an die Gitarre. Bitte, lieber Bigfoot, lang mir nicht ans Ei. Bitte, lieber Bigfoot, sei doch nicht gemein. Ich bin draußen, ich bin draußen. Ich glaube, es hat funktioniert. Kann man hier das Campinglight anmachen? Anlocken. Das lockt ihn an. Ein bisschen anlocken, bevor er irgendwas frisst. Dann direkt abknüppeln, direkt abschwaden, die Sau. Er hat sich zurückgezogen, ne? War zu viel für ihn. Oh oh. Hast du Fleisch auf die Falle gelegt? Ja. Sehr gut. Mach hier mal noch eine Kamera hin. Wir sind ultra weit weg von unserem Camp, ne? Also von unserem Van. Ich habe Benzin gefunden. Kann man damit vielleicht irgendwie den Van hier drüben ready machen? Weiß ich nicht, vielleicht ist das auch halt so. Noch ein bisschen Heilung. Heilung wäre geil. Na ja gut, dann sollten wir vielleicht den Pfad weiter wandern, oder? Jetzt in der Dunkelheit? Nicht super riskant? Weiß ja nicht. Wow, wow, wow. Ist das eine gute Idee? Er hat sich zurückgezogen. Guck mal, der hat sogar schon ein bisschen Leben wieder geheilt. Ich hab jetzt erstmal die Hose voll. Ja, wenn dann jetzt da aus dem Camp raus, ne? Ja, wo sind wir denn?
Können einfach mal die Straße entlang, würde ich sagen, oder? Ich meine hier diesen Waldpfad weiter runterwandern. Parkregeln. Keine Masturbation im Container. Ja, ist ja auch für mich ganz klar und ersichtlich. Ja, der Zug ist abgefahren, ne? Da drüben ist ein Tier. Ich hab's erschossen. Ich hab keine Fragen gestellt, ich hab's einfach erschossen. Kannst du es auseinandernehmen? Ah, jetzt, guck mal hier. Oh, mit Animation. Ui, zwei Fleisch. Ein Haufen Knochen. Das Gerippe könnte Bigfoot anlocken. Frisst der denn Aas? Ja, aber er ist so einer, der macht daraus Kunst. Was ist das da links? Guck mal, da ist eine Hütte oder so da oben. Ja, irgendwas leuchtet da. Die alte Plantagenhütte. Unten an der Baumschule vom Baba Billy. Hunting Tower 3. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Alter! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh, was ist... Hol mich runter! Ich Wie? Runter! Wie denn? Was war das? Alter, du bist in so eine Falle und die hat... Alter, was ist das? Gibt's hier Eingeborene? What the fuck? Der ist ein scheiß Predator. What the hell ist jetzt los, Alter? Alter, ich glaub's nicht. Der hat uns gepredatert. Der macht Predator. Ist da irgendwas drin? Nee, ne? Ja, doch, ein bisschen Muni, kannst du mitnehmen. Ja. Ich hab nur noch 24 HP, ne? Ich hab noch 50. Also ich brauch unbedingt... Oh, was ist das hier? Eine alte Autobatterie. Was braucht man denn? Benzin und Autobatterie? Muss man irgendwie mitkommen? Muss man irgendwo ein Auto wieder ready machen? Das kann sein, ne? Guck mal, wenn ich hier an den Baum mich anlehne und Rinde lausche... Ey, ich sie flüstert mir ins Ohr. Ich geh nicht mehr in die Nähe von irgendwelchen Bäumen. Sie flüstert mir ins Ohr, sie flüstert mir Wahrheiten ins Ohr. Wow. Und warte mal, da oben ist die Mauer, der kann so weit gar nicht weg sein. Ich glaube, das war sein Lieblingsbaum. Bigfoot hatte eine sexuelle Beziehung zu diesem Baum. Ey, guck mal, hat der wieder eine Falle gepackt? Ja, der ist wieder rein in eine. Also Fallen lohnen sich. Die Frage ist nur, ist die Falle noch frisch? Also kann man die nochmal verwenden, ne? Ja, manchmal schon, aber manchmal irgendwie auch nicht. Da drüben rennt was rum. Waschbär. Man dote, ich hab... Alter, was hält der aus? Warte. Ich hab 94 Schuss, sehe ich gerade. Jetzt ist er tot. Ein Fleisch habe ich nicht bekommen. Hey, wo gehen wir denn hin? Guck mal, hier könnte man auch noch ein Stück runter. Glaubst du, da hinten ist noch irgendwas, oder? Ich weiß nicht, ich würde es auf jeden Fall gern sehen. Wenn da was ist. Junge, das Spiel ist krass geworden. Das ist richtig krass geworden. Und jetzt, ich meine, mit vier Mann und Bigfoot steuern, ist bestimmt geil. Guck mal, das ist so eine Baumschule hier. Doch die alte Baumschule von James Wavavilli. Und Namrapala. Namrapala, guck mal, das ist ein Fahrzeug. Rapala-Mobil. Rapala-Mobil. Das ist Rapala-Nudelmobil. Ah, hier ist der Eingang. Das ist der Nudelbus. Der Nudelbus. Der Schnudelbass. Können wir irgendwas machen am Nudelbus? Nee, ne? Hier ist noch ein bisschen Muni und ein Schinken. Hier ist ein deftiger Schinken. Muni-Schinken? Und ein Munitionsschinken. Ordentlicher Muni-Schinken. Was ist das für ein Wort? Ah, ich habe so einen schönen Muni-Schinken gefunden. Jo. Oh, der hat sich wieder geheilt. Und schön Muni-Schinken gemacht. Lecker Muni-Schinken. Jo, meine Mutter, die hat mir gestern richtig leckeren, saftigen Muni-Schinken gemacht. Muni-Schinken. Alter, guck mal da, siehst du hier den Pilz, den Penisstein, wenn du dich hier hinstellst? Vorne, ne? Ja, das ist so ein Penisstein. Penisstein. Der Penisfelsen. Unten am Rapala. Das Needlestein. Ja, wahrscheinlich wieder, am Needlestein hat er auch eine Höhle, habe ich gehört. Was ist das für ein Geräusch? Ist das ein Generator? Irgendwie... Wie eine Turbine oder sowas. Das wird immer lauter. Ist das? Hat hier jemand angefahren? Kommt jetzt Bigfoot irgendwie in einem Beach-Buggy und überfährt uns? Was ist das? Kommt von hier. Hä? Als wäre jemand durchgefahren. Ist jemand durchgefahren? Hä?
Ich stelle mir Bigfoot gerade in so einem Beach-Buggy vor. Sollen wir hier in den Wald gehen oder lieber am Pfad entlang? Mit einem Cowboy-Hut und einem Gewehr und der jagt uns. Weißt du, so die Menschenjagd ist eröffnet. Ja, 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 so ist es auch wahrscheinlich. Oder wieder Waschbär oder so. Wo ist er hin? Hier irgendwo. Im hohen. Was ist das da hinten? Ich verfolge gerade ein Tier. Wo ist es jetzt? Es ist hier im hohen Gras. Ja, ja, im Moment haben wir genügend Fleisch. Okay. Ich hab irgendwie, du hast ja noch 3 oder so, ich hab 4, 5. Aber alles, was wir töten, kann er nicht fressen. Ey, Bigfoot hat irgendwo, wahrscheinlich ist es so, hat er so einen Atomschutzbunker, in dem er wohnt. Deswegen die Generatorgeräusche vielleicht. Bigfoot ist einfach nur ein sehr haariger, sehr dreckiger Mann. Guck mal, da hinten ist ein Zelt, oder? Ja. Und eine kleine Brücke. Gehen wir doch mal hin. Aber was war das, was wir eben gerade gehört haben? Es klang, als wäre da irgendjemand mit einem Fahrzeug. Da oben ist auch eine Hütte, oder? Guck mal, wenn du hier geradeaus zwischen dem dicken Baum und dem kleinen dünnen, ist da eine Satellitenschüssel zu sehen oder was? Da ja, das, ja, lass mal da hingehen erst. Weil es wird wahrscheinlich auch bald wieder Nacht werden, ne? Wir müssen campieren. Oh, hier ist weißer Kot. Guck mal, hier ist doch White Shiss. Oh ja. Das ist ein richtiger White Shit. Schmeck mal ab. Was schmeckst du raus? Kalk. Kalkig. Sehr. Ja. Kalkplastik. Deswegen wächst ja auch keine Kresse. Wegen dem hohen Kalkgehalt. Ist relativ trocken hier in der Gegend. Ich sag mal. Guck mal, ich hab einen Code gefunden. 5513. Okay. Weil sonst gibt's ja immer so diese stadtbekannte Arschkresse. Ja, 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 klar. Die wächst ja hier. Aschenarschkresse nennt man das auch. Aschenarschkresse? Mal die Tür zu. Oh, wie war der Code? 5513, glaube ich. 3. Okay. Alter! Oh! Dynamit! Dynamit und AIDS-Kit. First AIDS-Kit. Ich habe ein AIDS-Kit. 762 Munition. Guck mal hier. Ein alter Fuß vom alten Biggie Fufu. Hier eine Falle habe ich noch gefunden. Hör es mal an. Ey, Biggie Fufu Fuß. Biggie Fufu Fuß. Oder eine Kralle. Schweinebergkralle. Ist dabei? Wo ist das Dynamit? Herrchen. What the hell? Du, lass mal Fallen platzieren. Ich mach eine beim Fenster hin, du eine bei der Tür. Der wird uns hier jagen, das kann ich jetzt schon sagen. Ich nehme auch direkt meine Hosentaschen Kapanossi im AIDS-Kit. Du musst noch ein Messer. Ein Messer habe ich ja. Aber schon geil, dass du so die Lichter Alter, ausmachen kannst. Was ist das? Hörst du das? What the hell? Der Bigfoot ist besessen, hart besessen. Aber der hält sich auch immer wieder hoch, der Penner. Ja, aber jetzt ist Ende. Jetzt kann er nicht mehr weiter hoch. Ach, das Licht in der Hütte aus, Sau. Oder? Weiß nicht, Bigfoot. Okay, warst du das gerade? Ja. Alter, das wäre jetzt so heftig gewesen. Bigfoot hat uns den Strom gekappt. Wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Spirit, give us a sign. Ist er wütend? Ist er wütend? Er klingt wütend. Hier sind die Fakten hinterm Vorhang. Der neuen Sendung. Fakten hinterm Vorhang. Ich wollte es gerade sagen. Das klingt echt wie so eine Fernsehsendung. Fakten hinterm Vorhang. Heute wieder bei Fakten hinterm Vorhang. Was macht die Nachbarin? Das interessiert die Nachbarschaft. Das interessiert die Nachbarschaft. Bei Fakten hinterm Vorhang. Luise Müller hat wieder bei offenem Fenster geschissen. Luise Müller, bekannt für sehr spitze Brüste. Hat wieder bei offenem Fenster ihren Durchfall zelebriert und die Nachbarn irritiert. Um ihn anzulocken. Oh, 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 oh. Ist direkt vor unserem Fenster. Oh, er hat eine Schaufel. Alter.
Kehrwisch! Eine Kutterschaufel und eine Kehrwisch! Oh mein Gott, hier ist drin. Ah, ich hab doch Signal! Eieieieiei. Er ist gestunt! Nein, ist er nicht! Er war es aber für einen kurzen Augenblick! Warum will er denn unbedingt nur mich? Oh Gott! Er lässt dich von dir ab! Er lässt dich von dir ab! Er vergewaltigt meine Fresse! Ich bin erledigt. Ich kann dir nichts geben, oder? Du musst mir helfen. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe nur noch 9. Gegenstände geben. Oh, er ist reingelaufen in die Hütte. Schnell, ich bin 8. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe keine Heilgegenstände. Oh, er hat eine Gitarre! Er Hendrixt mich! Er hat eine Gitarre! Oh nein! Ich werde hier verbluten. Der prügelt uns mit der Gitarre! Ah! Was macht er jetzt? Aua! Was macht er mit mir? Er hat die Gitarre! Er Hendrixt dich! Alter, er hat mir die Gitarre in die Fresse getreten. Er hat dich getot. Hendrixt. Nein, da ist er! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, was macht er mit dir? Oh, mit dir! Alter! Alter! Er hat dir einen Watchtower verpasst. Mit der Gitarre hat er mich. Wow! Er frisst seine Leiche! Oh mein Gott! Warum? Überlebt. Tot. Tot. Ey, man levelt sogar in dem Spiel? Aber guck mal, wie wenig. 38 Punkte ist ja gar nichts. Ich hab 55. Statistik. Guck mal, was steht hier? 201? Hier, wir 36? Der hat irgendwie über 300 Schüsse oder so. Wow, Alter. Alter, wir haben den ordentlich Blei eigentlich zwischen die Rippen gejagt. Ja, aber er war halt einfach super heftig. Hauptmenü. Alter. Alter, das ist ein Game, du, ne? Das ist ein komplett neues Spiel. Das ist ein komplett neues Spiel, ja. Komplett neues Spiel. Okay, man kann auch ein Spiel laden. Aber uns ist es jetzt weg. Ach so, okay. Also dann müssen wir nochmal eine neue Lobby erstellen. Ich nenne meine Lobby Is. Mein Passwort. William ist ein Blender. William. Nachladegeschwindigkeit. Das ist schon geil. Ah, okay. Ich nehme William. Aber ich bin der gute alte Rick. Ich bin der Weihnachtsmann. Bigfoot hat das Wichteldorf vergewaltigt und ich will Rache. Guck mal, Rick hat auch so vorne ein ganz kleines bisschen Brusthaar. Ja. Ein kleiner Fleck Brust. Da sind wir wieder mit dem guten alten James. Mit dem James Wheel. James on Wheels. I am James on Wheels. James. Problem ist die Heilung wieder, ne? Und unbedingt mehr Heilung. Ja, Heilung wird echt ein Problem. Bist du jetzt ein kleiner Junge? Ja, College Boy. Oh, Kreis, bist du überhaupt noch da? Hallo, ich bin da. Kreis. Hallo. Kann ich nicht hören. Warum nicht? Hallo. Kreis. Bin aber da. Ja, hallo. Hallo? Ich nix können dich hören. Hallo, hörst du mich? Hallo? Ja, jetzt kann ich wieder hören. Ah, okay, was war da los? Keine Ahnung, ich habe gesagt, du bist ja ein kleiner Junge und ich habe gesagt, Rick ist ja Weihnachtsmann und Bigfoot hat die Weihnachtslichtlampe mordet. Ich habe alles gehört, ich hab lustige Sachen auch gesagt, aber... Ich habe lustige Sachen gesagt. Okay, ich nehme erstmal wieder die Pistole mit. Ja, diesmal müssen wir unbedingt hier das Tablet mitnehmen. Ja, Tablet, Cams müssen wir mitnehmen. Fallen, Kugelschreiber, Bibel, ganz wichtig, hast eine Bibel dabei. Hier ist noch eine Batterie für die Nachtsichtcam. Unten hier. Drohne. Hier im Regal, hier da. In dem. Da liegt noch eine Batterie. Ja, sehr gut. Alles einsacken, was man einsacken kann. Aber Heilung ist hier echt wenig gestreut, ne? Ja, Heilung ist wieder das Problem. Das ist wieder das große Problem. Sollen wir jetzt erstmal Richtung... Vielleicht gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Richtung See erst oder so. Damit wir halt auch die Spots kennen. So. Lass mal zu dem kleinen See gehen. Kann man markieren? Nee. Oder dann hier so lang. Ja, wir müssen die Spots kennen. Du hattest was markiert, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie. Also ich hatte... ich kann aber hier nichts markieren. Okay. Alter, bärtiger Mann, der sich für den Weihnachtsmann hält und Rache... Fantasien hat gegen Bigfoot und ein kleiner Timmy Thompson. Das ist sein Enkel. Oh, guck mal, wie schön.
Alter, idyllisch. Der Lake schlabbert die Nudel und du hast die ganze Zeit mich ausgelacht, kleiner Enkel. Aber ich dachte, das ist der Salty Stink Sack. Nein, Salty Stink Sack ist ein bisschen weiter im Süden. Der Grand Grove Village ist am Lake schlabbert die Nudel. Unten am Grand Dick Village. Ja, das ist aber ein anderer Park hier. Das sind schon die Luxus. Boah, geil, hier habe ich eine Rohrzange. Eine Rohrzange mitnehmen. Ich hab, hier ist jede Menge 7-6. Oh. Da war wieder so ein. Oh, hier ist eine Mikrowelle. Ich hab ein Burrito gefunden. Mikrowellenburrito. Haben Sie Munition, der Herr? Ah, geht. Also ich habe jetzt erstmal sowieso im Moment die Signalpistole, damit wenn er kommt, kann ich ihn wegblenden. Und für die Pistole habe ich 10 und 10, also 20. Aber eigentlich müssen wir uns die Signalpistole für den äußersten Notfall immer aufsparen. Ja, Notfall. Wie kannst du... Wow. Bei mir knallen die Türen hier. Oh Gott, es zieht draußen mega der Sturm auf gerade. Klar, dass man hier so einen Kofferraum nicht looten kann. Was war das? Was ist das? Das klingt wie, als würde jemand Tennis üben. Ja, müsste jetzt aber noch kommen. Oh geil, ich habe eine Shotgun. Oh geil. Endlich. Und eine Axt. Lag hier rum. Warte mal, ich gebe dir mal Signalpistolen-Muni. Ist eben gerade. Eine Gasflasche. Nimm doch mit. Boom, was für ein Geräusch. Boom. Habt ihr mir in meinen sehr ausgedehnten Anus geschoben. Aber ich habe Bad News. Die Folge ist auch schon wieder rum. Oh Gott, aber da ist Bigfoot. Was? Hast du gesehen? Hinter dem dicken Baum. Er war zwischen der Hütte und dem Baum. Er ist da spazieren gegangen. Doch, 100 pro. Hat er einen Tennisarm? Da hinten, da läuft er. Angeschossen, kommt der her? Ich habe ihn getroffen. Versteckt mich hier im Klo. Wo ist er? Ich weiß nicht, er ist in die Richtung auf jeden Fall. Er war sehr haarig und sehr schnell. Na gut, oder wir gehen ins Camp und speichern, oder? Kann man das im Camp speichern? Weiß ich nicht. Kannst du nicht speichern? Weil da stand Spiel laden. Moment. Ja, ich kann speichern. Dann verschanzen wir uns hier im Klo. Ja, wir verschanzen uns im Klo. Ist ein guter Ort zum Speichern. Ein alter Mann und sein Enkel im Klo, das ist ganz normal. Komm mal rein hier in die Toilettenschanze. Ja. Das ist eigentlich Jones Geschichte. Jones Toilettenschanze. Das ist so eine Kneipe. Der alten Toilettenschanze. Zur Toilettenschanze. Es ist Jones Kneipe. Gut, Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Da waren wir die Sau fertig. Lasst eine kleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tingeling.